Grüßt euch und herzlich willkommen zurück bei Mega Man Legends Collection. Uns fehlt nur noch Quickman hier in Mega Man 2 und danach kümmern wir uns um, keine Ahnung, ich denke mal 4 Challenges, 4, also ich hätte 4 geplant. Mal sehen, ob das was wird. Und diese Musik, Leute, oh mein Gott. Eigentlich, ach ich komm gleich dazu. Erstmal zeige ich euch Item 3 und Time Stopper. So, Item 3, wie gesagt, ist eine Mischung aus 1 und 2. Es ist wie eine Plattform. Also Item 1 und es geht nach oben und unten, so wie Item 2 nach rechts und links geht. Und ja, das kann man nur benutzen, wenn eine Wand da ist. Und das hat man ja jetzt perfekt gesehen. So, dann haben wir Time Stopper gekriegt. Das Blöde ist, wenn ich das jetzt einmal aktiviere, kann ich das nicht mehr pausieren und die ganze Waffe wird leer sein. Deswegen sollte ich es euch an einem Beispiel zeigen. Nämlich hier. Bam! Wie ihr sehen könnt, alle Gegner bleiben stehen. Und das ist eigentlich unnütz, weil was bringt es mir, die Zeit zu stoppen, wenn ich nicht wechseln kann, also die Waffen nicht wechseln kann, um ihn dann zu töten. Das ist ein bisschen nicht gut durchdacht. Eigentlich müsste man dann noch die Waffe wechseln können, während Timestopper noch aktiv ist, aber okay. Jetzt kommen hier Todeslaser und ja, das heißt nicht umsonst Todeslaser. Ein Treffer von den Lasern und wir sind tot. Instant. Direkt, ohne irgendwelche Vorwarnung. Und ich weiß nicht wieso, aber wenn man hier in diesem Bildschirm Pause drückt, wird der ganze Bildschirm schwarz. Das ist nur hier so, in keinem anderen Level sonst, also soweit ich weiß. Und ja, ich weiß auch nicht wieso, aber es ist halt so, einfach so. Hier wird es auch noch dunkel, dann gibt es diese Gegner, die einen hell machen hier, den Raum erhellen. Aber das interessiert uns ja nicht. Wir können hier trotzdem durch. Und ja, die Todeslaser kommen gleich wieder, also nicht chillen, denn jetzt kommen die Todeslaser wieder und es ist eine ziemlich schwierige Passage. Normalerweise sollte man sie mit Timestopper machen, aber ich bin, wie gesagt, gestört und mache das ohne und wäre fast draufgegangen. Alter, war das knapp. So, dann schnell hier links runter. Oh mein Gott. Scheiß auf das Weapon-Dings. Einfach weitergehen. Das könnt ihr euch. Das ist eh nur dafür da, um euren Timestopper noch weiter aufzufüllen. Wenn hier das One-Up schnappen, wenn man gestört ist. Alter, das läuft alles perfekt. Hier weitergehen, weitergehen, weitergehen. Darauf scheißen und weitergehen und wir haben es geschafft, glaube ich, ne? Yes, man! First try, aber wie gesagt, kein Problem. Mega Man 2 liegt mir einfach im Blut. Das ist halt einfach so. Da kommt, glaube ich, gleich noch so ein Roboter, nämlich einfach mal Airshooter, weil den abzuknallen, das dauert ja 5000 Jahre gefühlt. So, bei denen springe ich einfach gekonnt rüber, so, weil er mich nicht interessiert. Er schießt noch, interessiert mich aber alles nicht. Und jetzt sind wir bei Quickman. Ich habe fast volles Leben, aber ich habe ihn noch nie auf Difficult gekillt. Mal sehen, ob er mich töten wird. Also, auf geht's, Quickman. Im letzten Part haben wir auch schon deine Waffe gesehen. Weil wir uns die Challenge schon angesehen haben. Jetzt müsste ich dich nur noch töten können. Wie ihr sehen könnt, er schießt ein paar Boomerangs, aber ist nicht allzu gefährlich, wollte ich gerade sagen. Aber ich sehe gerade, mein Leben ist nicht gut, aber seins auch nicht. Und das war verdammt knapp. Gegen Airman sterben, ne? Aber Crashman und Quickman töten. Alles klar. Aber das ist irgendwie immer so. Ich faile gegen leichte Gegner. Es ist einfach so. Kann ich nichts gegen machen. Gut. Wir haben Q, Quick, Boomerang, werden Pink, eines der geilsten Verwandlungen. Leider gibt es den Skin nicht in Smash Bros, sonst würde ich den nehmen, weil ich habe nichts gegen Pink. Wenn ich jetzt Stage Select drücke, was kommt dann? Dann kommt auch Dr. Wily, ne? Ja. Bin ich dann direkt in der Stage? Ja, eigentlich schon, ne? Verdammt. Gut, ich speichere einfach ab und dann kümmern wir uns um die Challenges trotzdem. Im nächsten Part machen wir dann hier in Mega Man 2 weiter. Und kümmern uns um die zweite Festung von diesem kranken Penner. Jetzt werdet ihr noch kurz eines der berühmtesten Mega Man Soundtracks hören, nämlich die hier. Aber wie gesagt, das speichern wir so ab. Save complete und quit. Wir kümmern uns jetzt um die nächsten 4 Challenges. Das wären einmal Craig's Challenge. Habe ich schon gemacht. Die 3 müssten wir machen, aber das habe ich anscheinend schon gemacht. Best Time ist 2 Minuten 34. Und los geht's. Ach genau, das ist die gestörte Challenge hier. Dieses Spiel hier ist Mega Man 3. Sobald Mega Man 2 vorbei ist, kümmern wir uns um dieses Spiel. Obwohl, ja, das ist eine Stage in Mega Man 5.
Ach, ich brauche das gar nicht beschreiben. Guckt euch einfach die Challenge an. Ich weiß, es ist blöd, dass ich jetzt nicht dazu spiele, aber das ist jetzt die letzte Challenge, weil ich habe keine weiteren Challenges gemacht. Außer ein paar, aber da habe ich ja kein Gold. Und wenn ich kein Gold habe, muss ich sie ja jetzt hier live spielen. Das wird also die letzte Challenge sein, wo ich so chillen kann. Die nächsten Challenges muss ich mich dann anstrengen. Und allein von der Länge der Challenge her, könnt ihr euch schon denken, wie lang die Challenge hier geht. Und das war gerade Quickman Stage, by the way. Das ist Brightman aus Mega Man 4. Diese ganzen Stages werden wir alle noch durchzocken. Das ist Gutsman, das haben wir zum Glück hinter uns aus dem ersten Teil. Da mache ich das mir hier mit dem Mirror Beam ein bisschen einfacher. Und ich weiß nicht, das sieht vielleicht jetzt so einfach aus, was ich damals gemacht habe. Aber glaubt mir Leute, ich saß an dieser Challenge eine halbe Stunde mindestens. Aber dafür habe ich jetzt auch ein so heftiges Ergebnis, dass ich irgendwie auf Platz 126 oder so bin, was diese Challenge angeht in der Weltrangliste. Zugegeben, viele Leute spielen dieses Spiel nicht. Und ich habe mir auch ein paar Moves abgeguckt. Aber trotzdem, dafür läuft das hier ziemlich gut. Und auf Platz 126 in der Weltrangliste, das war ich noch nie. Und das finde ich schön. Gerade weil ich auch so ein Mega Man-Süchtling bin und Mega Man über alles liebe, finde ich das noch geiler. Mega Man ist mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, welches mein Lieblingsspiel ist aus den ganzen Mega Man-Spielen, aber es ist eines meiner Lieblings-Franchises, sagen wir so. Sagen wir es einfach so. Gut, die Challenge müsste auch gleich vorbei sein. Aber wie gesagt, Leute, das war echt schwierig. Diese Challenge will ich echt nicht nochmal machen. Da haben wir so einen kleinen Secret bekommen. Das kann nämlich auch mal passieren. Aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt sind wir hier bei Dr. Wily. Warte mal, wessen Kampf ist das? Ach, das ist der Endboss-Kampf aus Mega Man 2. Schön, dass ihr den jetzt auch gespoilert bekommt. Dann wisst ihr ja schon mal, wie man den töten kann. Und jetzt passt mal auf, Leute. Es ist richtig knapp. Guckt euch das Leben von Boss an und mein Leben an. Wir werden im gleichen Moment auf 0 HP kommen. Da, habt ihr es gesehen? Ich weiß, das wäre jetzt wirklich Frame für Frame, aber ich habe tatsächlich noch gewonnen. Obwohl er und ich gleichzeitig gestorben sind. Das war ziemlich spannend. Gut, Leute. Mega Man 1, Remix 2. Und da kann ich nicht auf Watch Replay drücken, das müssen wir selber machen. Time to beat, 4 Minuten 40. Auf geht's. Okay, wir sind hier. Das kürzen wir direkt wieder mit Mirror Beam ab. Obwohl, wir machen es so. Und jetzt kürzen wir mit Mirror Beam ab. Oh shit. Da können wir schon wieder neu starten, weil wenn das passiert, dann... Wenn man einmal in einer Challenge stirbt, dann ist Gold unmöglich. Und da wir Gold wollen, darf ich in der Challenge nicht sterben. Deswegen müssen wir aufpassen. Jetzt bin ich zu weit oben. Aber es geht noch. Es geht noch. Wow, wow, wow. Nein. Ich muss zwar auch auf mein Leben aufpassen und da werde ich das jetzt einfach mal nehmen, ist mir egal. Jetzt schnell zu Firestorm wechseln, weil man kann diese Viecher hier mit Feuer ganz schnell umbringen. Das wusste ich damals noch nicht bei Craigs Challenge. Und ich bin tot. Und Restart. Ich glaube, ich will einfach zu schnell. Ja, ich will definitiv zu schnell die Stages beenden und das muss ich mir abgewöhnen. Ich muss sie einfach ganz normal spielen, als würde ich die gerade im LP spielen, aber hier werde ich trotzdem mit Mirror Beam abkürzen, weil das dauert mir doch ein bisschen zu lang. Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lang. Okay, das war gut. Wir wechseln wieder zu Firestorm, um ungebremst weiter zu gehen. Deswegen habe ich auch diese Umfrage gestartet, um zu sehen, wie ihr das wollt. Ich kann gerade nicht reden. Warte, wo sind wir jetzt? Okay, Mega Man 1. Ende von Mega Man 1. Einfach warten. 4 Minuten 40 ist eine lange Zeit. Wir haben hier überhaupt keinen Grund, uns zu setzen. Für Gold haben wir noch genug Zeit. Seht ihr doch. Wo sind wir jetzt? Mega Man 1 Bombman Stage. Okay, einfach hier so weiterspielen. Ja, es ist gerade wie Smash Bros. Man kann das einfach nicht kommentieren, wenn man zockt. Ich probiere ja mein Bestes, aber man will halt auch nicht sich unnötig treffen lassen, weil das Leben, wie ihr seht, wird Stage von Stage weitergetragen.
Jetzt sind wir in Dr. Wily Castle 2 und ich bin tot. Und das bedeutet Restart. Tut weh, Leute, ne? Das tut richtig weh. Und das ist eben das Blöde dran. Deswegen habe ich diese Umfrage gestartet, ob ich das im LP machen sollte oder halt einzeln hochladen sollte. Aber da die Mehrheit einfach dafür war, dass ich das im LP mache, werde ich das jetzt auch im LP machen. Auch wenn das... Oh, diese Gegner. Auch wenn das vielleicht keine gute Idee ist. Weil jetzt die Parts auf jeden Fall länger gehen werden als 15 Minuten oder 10 Minuten. Vor allem, weil ich in diesem Part jetzt eigentlich 4 Challenges vorhatte. Ne? 2 haben wir jetzt, also einen haben wir. Jetzt machen wir gerade den zweiten. Nein, geh rein. So. Aber wie gesagt, nicht hetzen. Einfach nicht hetzen, einfach weiterspielen. Ich muss es so spielen wie immer. Geduld. Hier ist ein bisschen blöd, aber einfach weitergehen. Perfekt. 4 Minuten 40. Oh, ja, ja, ich will gar nicht wissen, was noch auf uns zukommt hier in dieser Challenge. Aber ich glaube, das ist die letzte Challenge, die Mega Man 1 irgendwie beinhaltet. Danach sind wir in Mega Man 1 wirklich, ich hoffe es, komplett los. Obwohl, es gibt ja noch diese Amiibo-Aufgaben. Ja, diese Amiibo-Challenges, wofür man die Mega Man Amiibo braucht. Vielleicht könnte es da dann auch nochmal Mega Man 1 Challenges geben. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann doch die letzte Mega Man 1 Challenge sein wird. Einfach Geduld. Seht ihr, ich muss so spielen wie jetzt gerade. Dann ist alles gut. 4 Minuten 40. Wir haben noch 2 Minuten. Okay, Cutman Stage. Das ist auch nicht schwer. Zeit lassen. Zeit lassen. Scheiß drauf. Zeit lassen. Na, geh hoch. Immer Geduld bewahren. Was ich offscreen, offcam nicht gemacht habe, ist Geduld bewahren. Das habe ich nicht gemacht. Oh Gott, Elegman. Elegman Stage, Leute. Oh mein Gott. Oh, Leben, das war gut. Ach, wie gesagt, mein Leben füllt sich nicht von Stage zu Stage auf. Das heißt, ich behalte mein Leben. Das heißt, durchrennen und sich treffen lassen ist nicht, weil ihr nehmt das Leben mit. Ihr kriegt kein neues Leben, wenn ihr durch eins dieser Portale hier geht. Okay, Fireman Stage. Aus Mega Man 1. Leben brauche ich nicht, ist alles aufgefüllt. Hier fallen lassen am besten. Und da hinten geht's weiter. Okay, wo sind wir jetzt? Mega Man 1. Wily Castle 1. Die Random-Stelle, die absolut jeder, der Mega Man 1 gespielt hat, hasst. Verständlich, wie man sehen kann. Oh, ich brauch definitiv Mirror Beam, weil wir müssen jetzt da oben wahrscheinlich... Wohin? Oben links hin? Zur Treppe? Natürlich müssen wir zur Treppe. Und dafür braucht ihr Mirror Beam. Wer mein Mega Man 1 LP geguckt hat, weiß es. Alter, war das knapp. Das war richtig knapp. Okay, oh, das lief gerade so gut, ey. Sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. Okay, Dr. Wily Stage 3, Mega Man 1. Da wäre es natürlich schlau, jetzt zu rennen. So wie ich es jetzt gerade tue. Aber da kann man halt voll in die Pinguine reinlaufen. Aber es wird langsam knapp, weil 4 Minuten 40 ist bald. Und jetzt mache ich mir schon ein bisschen Angst, dass wir kein Gold kriegen. Okay, jetzt kommen die Kugelblies, die eine große Hitbox haben. Beziehungsweise eine große Druckwelle hinterlassen. Aber es sieht sehr gut aus, es sieht sehr gut aus. Wenn wir am Ende der Challenge keinen Boss killen müssen oder so, sieht es tatsächlich gut aus. Ich weiß aber natürlich nicht, wie lang die Stage geht, die Challenge geht. Mega Man 1 Iceman Stage, das kann man hier mit Mirror Beam gut abkürzen. Nein, ich bin scheiße. Das könnte uns jetzt die Challenge versauen. Wenn ich Pech habe. Alter, jetzt geh doch da hoch. Ich habe wieder einen Hass auf Mega Man 1. Ich habe wieder einen Hass auf Mega Man 1. Oh, scheiße. Oh, wir haben es geschafft. Es war die letzte Challenge. Oh. Hä? Nicht Gold? Warum nicht? Time to beat 4:40. Your time 4:60. Sind wir gestorben? Und ich habe das nicht bemerkt? Oder was? Time to beat 3:40? Warum das denn auf einmal? Was soll denn der Müll? Okay, Leute, ich werde mal cutten hier. Und das Offscreen nochmal probieren. Bis gleich. Warum denn auf einmal 3:40? Alter, was geht?
Plötzlich wird's doch schwer. Oh, Leute, ihr habt sie. Oh mein Gott, 6 Sekunden noch übrig. Wir hatten noch 6 Sekunden übrig und ich hatte noch ein HP. Das ist der direkte Versuch, nachdem ich gecuttert habe. Und ich glaube, ich unterschätze diese Challenges. Verdammt nochmal, war das knapp, ey. Oh, wir haben einiges vor uns, Leute. Aber das war's noch nicht. Jetzt kommt Mega Man 2 Remix 2. Auf geht's. Ah, schön. Und da werden wir wieder gespoilert, weil das haben wir natürlich noch nicht gespielt hier. Aber scheißegal. Wir zocken die Challenges einfach, weil... Ja, ihr wisst schon warum. Weil wir es machen müssen. So oder so. Oh Gott, Airman Stage. Da war ich ja gerade. Nein, weg mit dir. Das, was ich nicht weiß, ist nur... Da Mega Man 2, also da es Mega Man 2 auf Normal und Difficult gibt, weiß ich nicht, ob die Challenges jetzt auf Normal, im Spiel auf Normal oder auf Difficult sind. Das ist jetzt so meine Frage, die ich jetzt hier so in den Raum stellen würde. Ich habe jetzt vergessen die Zeit, also ich habe jetzt die Zeit vergessen, wie viel wir bieten müssen. Aber egal, zocken wir einfach mal und gucken dann am Ende, ob wir Gold haben oder nicht. Und wenn nicht, dann cutte ich das halt einfach nochmal, weil ihr kennt die Challenge ja dann zu dem Zeitpunkt.
Habe ich Item 1? Sehr gut. Dann kann ich hier oben schon mal die Plattform-Dinger hier abkürzen, weil das tun wir uns natürlich nicht an. Das dauert viel zu lange. Sehr schön. Das war sehr gut. Okay, da oben ist schon Schluss. Perfekt. Okay, sehr gut abgekürzt. Wo sind wir jetzt? Ein Ort, den ihr noch gar nicht kennt. Hier könnte ich eigentlich am besten mit Leaf Shield durch. Leaf Shield ballert hier natürlich schön den Weg frei. Oh, das war jetzt nicht gut. Das hat jetzt Zeit weggenommen. Item 3. Einfach durchgehen. Oh, das hat richtig viel Damage gemacht. Das war, glaube ich, keine gute Idee, einfach durchzugehen. Weil, wie gesagt, Damage überträgt sich von Stage zu Stage und da habe ich viel zu früh nach links gedrückt. Challenge Restart, weil einmal sterben, ihr wisst es, einmal sterben ist gleich keine Goldmedaille. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, hier, wo ich gestorben bin. Aufpassen. Das sind halt Instant Death Spikes, ne? Das ist halt scheiße. Aber wir sind gut durchgekommen. Ja, sehr gut. Was jetzt? Wo sind wir jetzt? Quickman. Okay, Quickman haben wir gerade gespielt. Das müsste ich im Blut haben. Generell, ich habe die Stage immer im Blut. Oh, das war knapp, Wir gehen lieber links lang, weil da kann man einfach direkt runterfallen. Und sich hier auf jeden Fall ziemlich viel Zeit sparen. Okay, Bubble Man. Hier wäre Metal Blade eigentlich verdammt wichtig. Deswegen nehme ich das jetzt auch einfach. Die Zeit nehme ich mir. Hier schnell dagegen ballern, das war super. Dann können wir hier durch, ohne Probleme. Ich hätte auch drüber springen können, aber das wäre riskant gewesen. Okay, hier geht's schon weiter, sehr gut. Wo sind wir jetzt? Flashman, uiuiui. Den fetten Typen sofort mit Airshooter wegmachen. Oh, mein Leben neigt sich aber leider dem Ende zu. Das ist nicht gut. Und er hat mich platt gedrückt. So Leute, das ist jetzt mal ein, keine Ahnung, wie viel der Versuch. Der 15., 20., ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe diese Challenges ziemlich unterschätzt. Weil die mich ziemlich aufregen. Und ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ich lade diese verdammten Challenges einfach nur einzeln durch, weil uns das einfach zu viel Zeit raubt. Aber das will ich jetzt auch nicht machen, weil sonst habe ich dieses Voting da umsonst gemacht. Und diese ganzen Leute haben umsonst abgestimmt. Das will ich auch nicht. Aber das muss jetzt einfach mal sitzen. Ich habe die Challenge ja nicht einmal durchgespielt bisher. Ich sterbe immer da bei Flashman Stage, weil ich einfach zu wenig Leben habe. Ich lasse mich einfach irgendwie zu oft treffen. Versuche das zu verhindern, aber wenn ich es versuche zu verhindern, bin ich zu langsam. Und da kriege ich keine Goldmedaille. Also diese Challenges, die sind richtig gestört. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, ihr müsst schon ein richtiger Mega Man Suchti sein. So, einer, der das Spiel schon mal Speedrun gemacht hat zu dem Spiel. Das war auch wieder knapp. Aber ich habe wieder zu viel Schaden genommen wegen dieser Stelle da. Die Stelle ist schuld, dass ich immer bei Flashman Stage zu wenig HP habe. Und da bin ich eigentlich auch fast abgekratzt, weil ich habe eigentlich den Stachel schon berührt, aber das Spiel ist mal gnädig. Wow. Ich fasse es nicht. Wo bin ich jetzt, Quickman? Warum lasse ich mich von dem immer treffen? Der gibt mir auch immer Minimum einen Hit. Jedes Mal. Gut, Concentration. Vielleicht haben wir ja bald Gold. Vielleicht haben wir es ja gleich. Wer weiß. Wir haben es vielleicht gleich. Aber was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass Flashman Stage nicht die letzte Stage ist. Und hier wechsle ich jetzt einfach zu Metal Blade, weil ich habe die Stelle mal ohne gemacht und nein. Einfach nein. Das geht so nicht gut. Sonst sieht man hier wieder zu viel Schaden und dann komme ich in Flashman Stage nicht weiter. Weil wie gesagt, Flashman Stage ist nicht die letzte Stage. Leider. Weil da bin ich schon in den Portal gegangen und da ging es leider weiter. Und das hätte nicht passieren dürfen, weil ich brauche jeden einzelnen HP-Strich da oben. Jeden einzelnen. Und ich lasse mich immer wieder treffen. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Außer dieser Penner hier. Ich lasse mich immer treffen. Ich lasse mich jedes Mal treffen. Oh, jetzt geh doch dahin, du verdammter Penner!
Was jetzt? Oh Gott, Mittelmin Stage. Oh Gott, nein. Habe ich noch... Okay, gut. Bam. Scheiß drauf. Einfach durchgehen, bitte. Jetzt werde ich aber hier mit RNG konfrontiert. Gib mir Leben. Ich brauche Leben. Natürlich. Kein einziges Leben. Stattdessen sowas hier, was mir noch mehr Zeit raubt. Es geht immer noch weiter. Was denn jetzt noch? Oh Gott. Oh Mann. Und Gold? Bitte sag Gold. Verdammt nochmal, yes. Oh, ich hatte sogar noch 27 Sekunden. Ich habe wohl doch irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr. Alter, ich bin richtig tilted gerade. Aber wir haben endlich Gold. Mann, Hauptsache das. Oh, jetzt kommt das, Leute. Mega Man 1 Robot Rush. Komm, volle Dröhnung, Alter. Gönn dir. Volle Dröhnung. Okay, das ist Cutman. Weakness ist super arm. Rüsten wir sofort aus. Hier sind zwei Felsen. Die kriegt der Penner gleich in die Fresse. Nächster Felsen in die Fresse. Er ist tot. Weiter. Zum nächsten Penner. Gutsman. Gutsmans Schwäche war was? Ich weiß es gerade nicht. Hyperbomb. Genau. Von Bombman. Schön die Bombe in seine Fresse platzieren und gleich noch eine hinterher. Ich darf nicht so viel Schaden nehmen, Mann. Electman und Iceman kommen auch noch. So, der ist tot. Jetzt kommt Bobman. Ja, war klar. Weakness war... Was war seine Weakness? Was war seine Weakness? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich habe Hänger. Ich habe Hänger. Ich habe Hänger. F, C, I, F, ne? Oh Mann, ich hatte gerade übelst den Hänger. Das hat uns auch Zeit geraubt. Okay. Wenn das kein Gold wird, kann ich es verstehen, weil ich hatte gerade übelst den Hänger. So, das ist Electman, da weiß natürlich die Waffe, ist ja klar. Cutman. Rolling Cutter. In deine Fresse, du Penner. Ey, er hat mir so viel Schaden gemacht. Okay, er ist tot. Iceman? Ja. Thunderbeam. Wer kommt danach? Fireman, ne? Verdammte Scheiße, der wird mich doch töten. Shell, schieß! Und nochmal. Sehr schön. Jetzt kommt Fireman. Verdammt. Okay, Concentration. Vielleicht können wir es noch schaffen. Eislasher ausrüsten. Nein. Nein. Bei Gutsman ist halt auch das Problem, dass wenn er auf einen zuspringt, dann trifft die Bombe einen. Trifft die Bombe ihn halt nicht. Und dann haben wir ein Problem. Nimm den Felsen. Geh mir aus dem Weg, du Penner. Kannst doch nix. Bei Gutsman brauchen wir halt jetzt ein bisschen Glück, ne? Glück muss auch mal auf unserer Seite sein. Komm, töt ihn! Sehr schön. Okay, Firestorm war das, ne? Ich hatte hier halt den Hänger, weil ich dachte, ich krieg von Bombman die Waffe Firestorm. Aber das ist ja totaler Bullshit. Oh, er trifft mich zu oft. Er hat mich zu oft getroffen. Jetzt kommt der größte Penner. Von dem darf ich nicht einmal... Wenn ich mich einmal von ihm treffen lasse, war's das. Er legt mir so ein Bastard, wenn ich mich einmal treffen lasse, das war's. Du verdammter Penner, Mann! Ich habe noch ein HP. Geil. 2 HP. Toll. Fireman wird mich wieder töten. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Oh mein Gott. Ich werde jetzt mal nicht Ice Slasher ausrüsten, sondern die Taktik probieren. Da könnten wir es noch schaffen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir so Zeit sparen. Aber wir haben es geschafft, Alter. Gold. Um 5 Sekunden haben wir Gold gekriegt. 5 Sekunden. Okay, Leute. Oh, ich bin kaputt, ey. Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ja, die Challenges, die haben es in sich, Alter. Und da kommen noch einige auf uns zu. Und das und mehr sehen wir so gesehen im nächsten Part von Let's Play Mega Man Legacy Collection. Ich glaube wieder den größten Müll.
Aber das ist immer so, wenn ich irgendwie angespannt bin. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part, wo wir dann Mega Man 2 bei Dr. Wily weitermachen. Und uns die nächsten zwei Challenges vorgreifen. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag und bye bye.